Das sich enthalten von großen sowie kleinen Vergehen wird ja gezeugt aus der Kenntnis um Allah Ta'ala, Ma'rifatullah, und dieses ständige Gefühl der Beaufsichtigung Allah Ta'alas. Daraus entsteht eine Scham, die dich davon abhält, Dinge zu begehen, die Allah Ta'ala nicht gefallen, mit dem Wissen, dass er dich sieht und beobachtet. Und in diesem Kontext wird dann der Hadith hier erwähnt. Damit wird einfach gesagt, die vollkommene Muraqaba, Beaufsichtigung, hindert den Menschen an den Sünden. Und deswegen wird auch überliefert, das ist aber kein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, ist aber nicht richtig. Es ist eine Aussage von Sa'd ibn Bilal. Er sagte: La tanzur ila sigar al khati'a, walakin unzur ila man asait. Also schau nicht auf die Geringfügigkeit des Vergehens, sondern schau, wem du damit ungehorsam bist. Wem gegenüber du damit ungehorsam bist. Denn das ist auch in unserem praktischen Leben ein Aspekt, der ein und dasselbe Vergehen groß und klein machen kann. Ja, nur mal zum Beispiel so, wenn du ein, nehmen wir mal, sagen wir, ein kleines Kind ohrfeigst, mit der gleichen Intensivität, und das Gleiche machst du dann mit deinen Eltern, ist es nicht zweimal dasselbe Vergehen, aber einmal abscheulicher und schwerwiegender als in dem anderen Fall? Das liegt daran, dass man hier in den Vordergrund, nicht die Handlung selbst in den Vordergrund stellt, nämlich die Sache oder Person, gegen die sie gerichtet war. Und deswegen sagt er, hier diese Aussage von ihm, er sagt, schau nicht auf die Geringfügigkeit oder die Kleinlichkeit der Handlung und des Ungehorsams, sondern schau, wem du damit ungehorsam bist. Und in Anbetracht dessen sollte dieses geringfügige Vergehen in deinen Augen nicht mehr geringfügig sein. Na. Aus diesem Aspekt, also in Betrachtung dieses Aspektes, sagten manche, es gibt keine kleinen Sünden. Es gibt keine kleinen Sünden. Jede Sünde ist eine große Sünde. Wenn man das nur das hiermit meint, dann ist es akzeptabel. Wenn man aber grundsätzlich bestreitet, dass es sowas wie kleine Sünden nicht gibt, dann ist es nicht richtig. Weil der Koran teilt die Sünden in groß und klein ein. Genau. Allah Ta'ala sagt, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Wenn ihr die großen Dinge, die wir euch untersagt haben, meidet, kaba'ir, werden wir euch eure sayyi'at tilgen. Die sayyi'at heißt eigentlich sowas wie schlechte Taten. Wenn der Begriff sayyi'at aber hier mit kaba'ir zusammen erwähnt wird, das ist ja eine Gegenüberstellung, dann ist mit den Sayyi'at, damit sind die Kleinsünden gemeint. Deswegen auch in dieser Bedeutung kommt es auch in dem Vers vor. Innal Hasanat yudhiben as-Sayyi'at. Die Hasanat, die guten Taten, lassen die Sayyi'at oder tilgen die Sayyi'at, merzen sie aus. Hiermit sind die Kleinsünden gemeint, nicht die großen Vergehen. Tamam. Und auch wird überliefert in einem Bericht von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, wo er sagte, der Mu'min stellt sich seine Sünden vor wie ein Fels, unter dem er steht, und er hat die Befürchtung, dass er auf ihn stürzt. Also er sieht das als etwas Belastendes. Und der Kafir, er sieht
seine Vergehen und seine Sünden, also gegen ich nenne es mal die Vergehen und Sünden gegenüber Allah Ta'ala. Er sieht sie wie eine Fliege, die er mit seiner Hand so bisschen wegwedelt. Na, der Begriff Al-Mubiqat, der hier im Hadith vorkommt, innakum la ta'maluna a'malan, ihr macht Handlungen, ihr tut Handlungen, die für euch geringfügiger, leichter sind als ein Haar. Wir haben sie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den Mubiqat gezählt. Mubiqat heißt so desaströse, zerstörende Handlungen.